Carsten, du hast dir gerade noch Trost geholt bei deiner Freundin. Hast du die Niederlage schon einigermaßen überwunden? Ja, natürlich ist es traurig, dass wir jetzt gleich das erste Spiel beim Supercup verloren haben. Aber ich meine, es ist nicht lang Zeit, den Kopf hängen zu lassen, weil ein paar Stunden schon wieder das nächste Spiel auf uns wartet. Wir schlafen heute Nacht drüber und morgen muss das Spiel dann schon wieder abgehakt sein und da müssen wir uns aufs nächste Spiel gegen Mazedonien konzentrieren. Kannst du schon sagen, woran es lag heute? Ich meine, ihr seid gut gestartet und dann habt ihr irgendwie den Faden verloren? Ja, es ist schwierig zu sagen. Ich meine, man müsste sich das Spiel nochmal anschauen, wo es direkt lag. Aber ich denke, Bosnien hat am Anfang nicht so gut getroffen und sind dann besser ins Spiel gekommen. Hatten dann einen Lauf, den wir nicht stoppen konnten. Ich denke, wir haben auch einige Turnover gehabt in der zweiten Halbzeit, die wir hätten verhindern können. Und dadurch hat Bosnien leichte Körbe bekommen, hat Selbstvertrauen dazu bekommen, ja, und konnte sich dadurch dann absetzen. Fehlt euch noch die Konstanz? Also auch sowohl persönlich, privat, bei jedem Einzelnen als auch im Team? Ja, vielleicht. Ich denke, der ein oder andere Spieler braucht noch ein bisschen Selbstvertrauen, um seine Leistung abzurufen. Aber ich denke, so als Mannschaft sind wir gut aufgestellt. Wir verstehen uns alle gut. Und ich denke, wenn jeder sein Spiel spielt, das er spielen kann, dann sind wir auf jeden Fall eine gute Truppe. Was habt ihr euch für morgen vorgenommen? Ja, wir haben über morgen noch nicht so viel geredet, aber wir wollen natürlich wieder unseren besten Basketball spielen, den wir können. Hier ein schönes Spiel abliefern und mit dem Sieg rausgehen. Okay, Dankeschön.